Das Arbeitswerkzeug für unser unwilliges Fußvolk wäre beschafft. Ob die damit ihren Streik niederlegen, ich bezweifle es ja mal. Aber zumindest kommen wir ihnen mit ihren Forderungen weitestgehend entgegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Dungeon of Nahelböck. Back to the Fatal. Hier bei Alles Furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben hier beim letzten Mal noch den Kampf gemacht für die Spitzhacken. Und ich suche gerade jetzt erstmal das Areal wieder ab. Eigentlich so wie jede Folge. Erstmal schön plündern, was geht. Umgucken und irgendwann werden wir auch wieder zum nächsten Kampf kommen. Aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Also hier ist wohl nichts. Da hinten geht es aber noch weiter. Könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal was ist. Genau, also ein Heiltrank zumindest schon mal. Eine Kiste wäre noch cool. Na also. Eine Truhe voller Versprechen. Gürtel der Tankbarkeit. Das klingt doch schon wieder nach einem Zwerg. Wir gucken mal. Zehn Lebenspunkte, eine Verfassung? Ja. Das ist 1:1 der perfekte Tausch für ihn. Nicht schlecht. Kann ich mehr davon bekommen? Was haben wir denn eigentlich noch für einen Kackring bei ihm? Achso, Einschlag und gegebene Heilung unter Pflege erhalten. Da vielleicht nicht auch was Besseres mittlerweile? Schaltet eine Fertigkeit frei, die auf einen bewusstlosen Verbündeten zielt und alle Gegner dessen Umkreis. Nee, das ist irgendwie jetzt auch nicht so der Brüller. Nee, ich glaube, dann belassen wir es mal dabei für den Moment. Okay. So, dann. Wäre ich der Meinung, wir bringen mal ganz kurz die Nebenquest zurück. Wobei wir müssen dann. Doch, die standen ja im Keller. Die Kollegen standen ja im Keller. Das heißt, da müssten wir nur einmal den Ladebildschirm durchmachen. Also mit hin und zurück natürlich wieder zweimal, aber ihr wisst, was ich meine. Bevor wir uns dann eben zur Hauptquest aufmachen. Ach, die stehen ja sogar schon da. Da, ich habe die Werkzeuge. Ah, fantastisch. Oha, damit können wir aber nicht zurück an die Arbeit gehen. Das sind ja schöne Werkzeuge, aber... Aber was? Das sind doch Werkzeuge der Chaoszwerge oder etwa nicht? Naja, die Griffe sind etwas zu lang. Sind sie nicht. Sie haben genau die richtige Länge für Zwergenbergarbeiter. Nicht gut genug? Wollt ihr denn nicht wieder an die Arbeit gehen? Ah, immer dasselbe. Nicht gut genug. Ich sollte sie auspeitschen. Ja, ich sehe, das sind gute Werkzeuge, aber die Griffe... Hör mal zu, Kumpel. Entweder ihr geht jetzt zurück an die Arbeit, oder... Schon gut, aber wenn wir uns einen Hexenschuss holen, lassen sich alle krankschreiben. Jetzt macht schon, sonst zeige ich euch, was repressives Management wirklich bedeutet. Der war gut, Boss. Das gilt auch für dich, Quartiermeister. Nimm dir eine Spitzhacke, sonst trete ich dir ganz besonders fest in den Hintern. Da wird sogar der Ranger langsam ein bisschen grummelig. 500 Erfahrung für die ganze Gruppe gibt das. Wir hatten doch noch, ich guck mal gerade kurz. Hatten wir nicht noch Bücher irgendwie? Das Lulbuch. Die Frage ist, kann ich die hier? Ne, hier hatte ich schon. Anscheinend habe ich alle Bücher aus der. Ach doch, tatsächlich. 10 Energieregeneration, 10 Ausdauerregeneration. Ach, das ist gut. So, und ja, da hätte ich natürlich auch gleich hier ausruhen können. Mache ich jetzt trotzdem mal. Das sind schon 400 Gold. Und vielleicht tun wir auch mal ganz schnell noch die Sachen verkaufen. Lasse ich gerade mal noch da. Hier, Wurst. Das ist halt irgendwie so ein Quatsch da, der bewusstlosen Kollegen zu haben. Und den finde ich halt auch Quatsch. Also Kraft ist ja schön und gut, aber wenn ich dann halt irgendwie 20% oder ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber so wenig halt treffe. So. Gut.
Ich meine, ich habe auch aus den Taschen beim letzten Kampf ein bisschen was rausgenommen. Genau. Da könnte man noch wieder was reinpacken. Was habe ich denn hier? Schädel des Hausarrest. Könnte er den gebrauchen? Eigentlich ein Heiltrank wäre wieder was ganz Gutes. Ne? Oder eben so eine Bierwurst. Aber die heilt halt so viel, das würde ich glaube ich eher wieder den Barbaren geben. Der braucht die, denke ich, wieder eher. Das sieht gut aus. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Da könnten wir auch mal. Wieder noch irgendwas Tolles. Und Werfhuhn statt der normalen Bombe. Die normalen Bomben, die sind auch nicht mehr so, dass der Brüller. Genau, und er kriegt dann noch die Bierwurst. Die hat beim letzten Mal schon ganz gut gezogen. Vorsichtig mit meinen Büchern. Und da wäre wahrscheinlich auch noch irgendwas gut. Haben wir da nochmal. Genau. Blumenset. Das heilt ja nur ganz wenig. Ich hätte ganz gern irgendwas, was ordentlich heilt. Was haben wir denn da noch? Brokkoli? Oh ja, das sieht gut aus. Durch Freundlichkeit und Armbrust, der hat auch noch was. Man mehr als ja, nur und ich sehe gerade wieder, wir haben immer noch nicht herausgefunden, wofür eigentlich dieses Herzsymbol da eigentlich da ist bei den Charakteren. Jetzt sind wir ja schon im Story-DLC im letzten. Und es gibt immer noch nichts dafür. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, irgendwann es gibt nochmal eine Gegenstandssorte vielleicht dafür. Also entweder dann wirklich erst ganz zum Schluss. Oh, oder gar nicht mehr. Das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Psst, sie sind in der Nähe. Seht mal, schon wieder diese durchgeknallte. Suchst du immer noch nach Insekten? Nein, nach Leuchtspinnen. Anscheinend sind es große. Ach, ich habe gehört, dass Leute nervös werden, wenn man sie nur erwähnt. Leuchtspinnen sind nicht so gefährlich, nur ihr Gift. Ich habe ein Gegengift. Hier. Oh, also, danke. Was? Schenkt ihr uns einfach Gegengift? So ohne Kosten? Ohne Gegenleistung? Die ätherische Frequenz der Strahlung der Kristalle scheint der Spinnen seltsam ähnlich zu sein. Seltsam. Glaubst du, es besteht ein Zusammenhang? Es sieht aus, als würde darin irgendeine Substanz wachsen, wie eine Pilzkolonie im Kristall. Lecker Pilze. Womöglich haben die leuchtenden Spinnen etwas Kristallstaub mit Sporen aufgenommen. Riesenspinnen entstehen immer aus chaotischen Aktivitäten in Verbindung mit einer starken Entropie. Ach, das denkst du dir doch bloß aus. Man könnte auf den Gedanken kommen. Du hättest auch einfach sagen können, das ist Magie. Ignoranten. Ignoranten, sagt sie. Kommt, meine loyalen Krieger, sterbt für mich! Rettet euren König! Mutantentrolle halten die Treppe! Und die Leuchtspinnen sind direkt hinter uns! Wir sind umzingelt, eure Hoheit! Die Wache stirbt und der König auch. Na kommt jetzt! Leuchtspinnen gibt es nicht! Das bildet ihr euch nur ein! Liegt es an mir oder ist der König der Chaoszwerger total plemplem? Yep, die sind alle so. So irre dieser unterirdische Tyrann auch sein mag, wir sollten ihm hilfreich zur Seite stehen, auf dass unsere Welt nicht in den unaussprechlichen Abgrund des Vergessens fallen möge. Währenddessen sammelt sich hier eine Spinne nach der anderen an. Hulfazok muss diesen Kampf überleben, okay. Und Hulfazok ist doch hier vorne, oder? Naja, Level 15 hat er. Wie viele Hitpoints hat er? Man sieht's. 1125. Naja, das geht doch eigentlich sogar. So, nichts ist so weiter. Der Zwerg muss neben den Goblin. Ogre. Ich krieg das immer wieder durcheinander. Ihr merkt's. Komm, stapeln wir die mal alle zum Buffen hier auf. Schumi! Kämpft um mein Reich, dich vor dem wahren König.
König. Das ist ein sehr guter Plan, dass der mal zu mir herrennt. Ah, Moment, da müssen wir nochmal eins zurück. Sonst haut das nicht hin. Die ganze Gruppe hier gebufft. Ich zerschlage eure Milz! Oder stünden sogar zwei in derselben Reihe? Die Gelegenheit kann ich mir aber nicht entgehen lassen hier. Da mal einen Regenbogenschuss durchzuballern. Oh, die haben aber viel Aktionspunkte. Ihhh, die machen aber gut Schaden. Ich glaube, die Wache ist gleich schon weg. Ohne dass ich die überhaupt nur, retten könnte hier. Wie weit geht der Tornado? Achso, Moment, den lasse ich doch mal stehen, den Zwerg. Wir bekommen doch eh gleich den Wurf vom Ogre. Ja, die Wache ist weg. Zusammenbleiben! Daneben, aber aus total nachvollziehbaren Gründen. Ach, wieso geht denn das immer daneben in letzter Zeit? Also nicht immer, aber schon recht häufig. Warum denn immer auf die Magierin? Ey, die rennen da durch, als gäbe es keinen anderen Charakter. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen. Ach, schon wieder. Hauptziel Magierin. Das hat gar nicht wehgetan. So, geh wieder zurück, wo du hergekommen bist. Auch wieder zu ihr, ne? Na klar. Guck, dreht sich direkt wieder um. Oh, verflixt. Moment mal, wir wollten noch einen Zwergenwurf machen. Und der muss da rein. Und unser Zwerg hält es aus. Wird ein bisschen schmerzhaft jetzt vielleicht. Hat er es abgebrochen? Ja. Sogar bei beiden. Das ist ja cool. Ach, die bringt sich auch was selber um. Auch wieder auf die Magerin. Sag mal, haben die irgendwie auch mal... Ja, super, jetzt kann die keine Runde machen, weil sie auf dem Boden liegt. Huch, glitschig wie ein Stück Seife. Skript der KI? Töte die Magerin, ansonsten können die nichts, ne? Zuerst ausweichen, dann zurückschlagen. Hättest du wohl gern. Hm.
Die kriege ich auch nicht gerettet. Mach Platz für den wahren König. Wo rennt er denn hin? Achso, er bringt eine Leuchtspinne um. Weil es gibt sie ja gar nicht. Ihr werdet leiden, Obenseiter. Tschüss. Voll auf die Kniescheibe. Ja, mehr als der König bleibt nicht übrig. Da kann ich hinten durchschießen? Moment mal. Sollte doch eigentlich ausreichen, oder? Oder hält er jetzt? Nicht wie unsere Feinde zusammenbrechen, hält, indes die passt. Freundschaft uns hart und präzise zuschlagen. Können wir auch nochmal meucheln? Reicht nicht ganz, aber knapp. Die nächste, die einfach wieder. Barukasat! Körperlich widerstanden. So. Nett. Den schicken wir mal nach rechts oben da. Können wir da irgendwas anspitzen? Ne, geht leider nicht. Ja gut, dann kann ich aber auch da noch ein bisschen vorsprinten. Dann macht das ja keinen Unterschied. Sagen, es ist Zeit für ein Killerkaninchen. Ich werde meinen Thron in eure Innereien hüllen. Was ist denn mit dem kaputt, ey? Der crittet ja auch wie. Das ist ein richtiger Berserker-Zwerg. Krieg ich den. Achso, ich könnte den König da mal buffen. Dann kriegt er weniger Schaden. Na klar, achso, ich dachte jetzt. Oh! Da stehe ich jetzt aber wirklich ein bisschen ungünstig. Ha! Friss meine Astralenergie! Den Ring kriege ich, glaube ich, da hinten nicht eingesetzt. Den hätten wir doch, glaube ich, da mal lieber auf den hier. Dass der. Natürlich widerstanden.
Flieg weg! Der eine weicht aus, der andere ist immun. Kannst du hier mit nichts rechnen? Ich kann dich nicht kommen sehen, weil du so klein bist. Wie wär's mit der Spinnenwurst? Ach nein, heute nicht. Kein Hunger. Wow. Ja, Stoffi soll halt einfach nicht an der Front sein. Feuervögel. Genau, den wollte ich eigentlich da vorne hinbekommen. Dass wir da den Troll da möglichst schnell wegbringen. Bufft er uns auch sogar noch. Das ist ein guter König. Der hat was für sein Volk übrig. Der Verliesfonds wird dir alles abnehmen. So, kriegt er auch gleich nochmal eine zweite Aktion. Och, komm. Wieso ärgere ich mich eigentlich bei sowas? Gute Gelegenheit. Hey da, nicht so schnell! Troll nach Hause gehen, Troll müde. All you can eat, meine Arme, seht ihr? Ich brauche euch gar nicht. Also mit diesen Rüstungsbrecherzeug machen die ganz schön Schaden. So über die Dauer gesehen, weil das... Das ist richtig viel. Zeit für Gnolo. Bist du jetzt zwei? Nee, das ist ja interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass er zwei frisst, er hat zwei gekillt. Backpfeife bringt gerade nichts, aber wir könnten einen. Die könnten wir wegnehmen. Sein oder nicht sein? Herr König, warten Sie mal kurz. Wir müssten da nochmal die Gruppe ein bisschen hochheilen. Die haben einen Höhlentroll. Da. Bin jetzt schon finishen?
Nee, wir nutzen auch nochmal die Heilung von ihr. So, er darf auch nochmal. Hoppla. Das ist wirklich nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nicht nachgeben. Ich glaube, da wollten die wirklich die Entwickler so ein bisschen den Fokus da wegbekommen von den Heilzaubern. Dass die doch relativ stark waren. So. Ich will es einfach schon mal so, wie es sein soll. Und ich glaube, sie heilt sich jetzt. Na, da können wir, glaube ich, zwei fliegen. Hat die nochmal? Moment mal, hat die noch? Hat die? Ach, das Killer-Karnickel ist gar nicht mehr. Ah, schade. Das ist gar nicht mehr nutzbar. Achso, wir haben noch einen. Ups. Ups. Da war ja noch was. Dieser eine Troll, der da weggelaufen ist. Der ist da hinten, ne? Ganz weit weg. Pro Feuertick. Ja klar, das ist ja... Das ist doch, also da geht er, da eskaliert er nochmal, ne? Hat der König die Ehre? Der König hat die Ehre. Unfassbar. Da heilst du erstmal die Gruppe hoch, nur damit der eine hier in zwei Runden gleich mal 500 Schaden rausballert. Die Stufe von X ist gestiegen. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Was haben wir denn da? Wir haben die Fangjahren Hauptmann Plusplatte, das ist auch wieder für den Schurken. Stab der Zeit nach einem Chaosauges. Okay. So, ja, dann müssen wir da auf jeden Fall mal noch ein paar Heilringe reinpulvern. Erinnert mich an den Tränkeunterricht und diesen schrecklichen Lehrer mit den fettigen Haaren. So, sollte reichen. Eine noch beim Zwerg rein. Bei Goldhors Ellbogenschonern. Solche Trolle habe ich ja noch nie gesehen. Noch nie! Die Trolle der Tiefe müssen die Spinnen verzehrt haben. Wenn sie aufgrund der Pilzmagie der kristallinen Strukturen mutiert sind, könnte das die zunehmende Komplexität der... Bla 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 bla. Sei still, das ist Magie. Ah, jetzt verstehen wir's. Ich habe überlebt. Allein. Ah, liebe Obenscheiter, welche Freude, euch hier zu haben. Glaubst du jetzt an Leuchtspinnen? Oh ja, ich fand schon immer, dass sie eine furchtbare Plage sind. Und ich werde jeden hinrichten, der was anderes sagt. Darauf gebe ich mein Wort als Holferchok der Schlechter. Neben dem wirkt selbst unsere Gruppe nüchtern und vernünftig. Jetzt schuldest du uns was. Wir suchen eine Statuette und... Mir ist großzügig im Gemüt. Als Dank für euren wehrhaften Beitrag dürft ihr in die prachtvollen Minen von Ulrich hinabsteigen und mich um eine Audienz bitten. Oder wir könnten ihn uns schnappen, er ist allein. Klingt vernünftig. Vielleicht. Wir brauchen einen Plan. Die neue Eskorte ist hier. Mein Elite-Mörder-Team. Zu spät. Versuchen wir, uns seine Gunst zu erhalten. Ich warte auf dem Thron auf eure Anliegen. Bis dahin passt auf eure Elfensklavin auf. Jemand könnte in Versuchung geraten, ihr das Gesicht von den Knochen zu reißen. Hey, ich bin keine Sklavin, so ein fieser kleiner Giftzwerg. Naja, um ehrlich zu sein, danach würden wir uns alle besser fühlen. Das ist abscheulich. Bist du irre? So, ja. Wir haben noch ein paar Level-Ups bekommen. Chrom braucht keine Karte. Und... ich würde sagen, wir rüsten auch die Gruppe nochmal fix aus. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold.
Wir verlieren 4 Mut, aber ansonsten kriegen wir halt alles besser. Meine Güte, damit sehe ich ja richtig gefährlich aus. Der sieht wirklich gefährlich aus, das ist gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ich habe genügend Ersatzseiten dabei. 7 Schutz, 2 Beweglichkeit, 1 kritische Treffer. Das ist halt auch witzig, der ist im Endeffekt nur um 1 Schutz besser. Sieht aber gut aus. Also optisch halt, ne? Aha, vielleicht ist einfach viel von dem Budget in die Optik geflossen. So, wir können jetzt 6 Punkte verteilen. Aha. Kraft und eine Verfassung. Einmal Mut. Fähigkeit. Das Siegel verbessern könnten wir. Ja, Moment, wir könnten aber auch. Was macht das jetzt besser? Die Ziele werden vergiften und nehmen durch Gift mehr Schaden. Also das ist jetzt die einzige Verbesserung, dass die halt durch Gift dann noch mehr Schaden nehmen. Markiert einen Gegner, verringert seinen Mut und seinen physischen Widerstand beträchtlich. Achso, der hält länger an. Dauer 3, Dauer 2. Achso, das hält gar nicht so ewig. Also rein rechnerisch würde ich sagen, Dauer 3 ist besser. Ja, skillen wir das Ganze mal fertig. Der Verliesfonds hat diese Beförderung genehmigt? Wirklich? Wenn sich keine Verbündeten neben Agent X befinden, erhält er 8 Wirkungen. Wenn sich keine Verbündeten, erhält er 8 Mut. Wenn Agent X über mehr als 50% Lebenspunkte verfügt, verursacht er 5% Schaden. Oder 10 Ausweichen, wenn das nicht der Fall ist. Was haben wir da? Crit? Multiplikator für kritische Treffer. Ach, da müsste man dann jetzt, glaube ich, komplett anders skillen hier, ne? Dann machen wir die 8 Wirkung. Ich bin effizienter. Gut. So, der Oger. 1, 2, 1, 2. Einmal Mut und einmal Beweglichkeit. Scharfer Rübser, den habe ich bisher irgendwie auch noch nicht so wirklich viel gebraucht. Auch hier würden sie wieder durch Giftschaden mehr Schaden bekommen. Moment mal, darf ich bitte auf der rechten Ebene bleiben? Magiewiderstand minus 15%. Die Ziele leiden einen Schutzmalus. Achso, wahrscheinlich ist der Schutz. Achso, der Schutzmalus, okay. Also da geht es um die Frage, ob ich eher einen physikalischen oder einen magischen Widerstand reduzieren möchte. Und dann ist es, glaube ich, eher der physikalische, den ich bräuchte. Aber den nutze ich so selten. Den normalen Rübser, aber den benutze ich viel häufiger. Deswegen nehmen wir den erstmal. 4 Wirkung. Oder 2 Schutz und 2 und 5 Ausweichen. Könnten aber auch die Selbstheilung von ihm verbessern. Oder die Bewegung. Also der hat wirklich noch viele gute Talente. Ich würde bei mir jetzt tatsächlich erstmal die Heilung nochmal mitnehmen. So, und jetzt haben wir noch unseren Anführer, einen Ranger. So. Da bin ich auch noch ein bisschen uneins. Ich glaube, wir könnten aber den Giftschaden hier mal verbessern. Wenn wir sowieso schon so viele Fähigkeiten haben, die den Giftschaden stacken, dann macht das, glaube ich, am ehesten gerade Sinn. Wenn der Waldläufer Schaden erleidet, erhält bis zum nächsten Zug 10 Parieren und Ausweichen. Der Waldläufer erhält 3% kritische Trefferchance und einen Gelegenheitsangriff mit Schwertern. Oder einen Reichmann mit Bogen. Man kann ihn nicht mehr vergiften, man kann ihn nicht mehr verbrennen. Zwei Gelegenheitsangriffe. Das habe ich, glaube ich, noch nie bisher gehabt, dass ich nochmal zusätzlichen Gelegenheitsangriff gebraucht hätte. Und vor allem hier gibt es ja auch nochmal einen Gelegenheitsangriff dazu. 3% Crit. Ja, nehmen wir das halt.
Man braucht echte Fertigkeiten, um ein echter Anführer zu sein. So, dann haben wir alle durchgelevelt. Und dann werden wir beim nächsten Mal um eine Audienz bitten beim König. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das war's für heute und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.